Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Schlafsäcke-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Schlafsäcke-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Active Era, Symbol nicht eingetragener Marken, Professional. Wir hatten sie eigentlich gerade dem Outdoor-Profi Active Period vorgestellt. Dieser erfahrene Mumienschlafsack zeichnet sich durch zwei einzigartige Eigenschaften aus. Einerseits ist es für alle vier Jahreszeiten bis hin zu leicht eiskalten Temperaturen geeignet, um sicherzustellen, dass Sie es flexibel nutzen können. Die zweite spezialisierte ist die interne zelluläre Futter, aufgrund der Tatsache, dass viele Schlafsäcke haben nur eine kontinuierliche Füllung. Mit dieser Version wurden zwei Zahnfüllungen von 150 Gramm pro Quadratmeter Hohlfaser für eine wesentlich bessere Isolierung genäht. Mit dieser Doppelschicht profitieren Sie von einer noch wärmeren, rutschfreien Isolierung. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Backpackers Journey. Backpackers Journey Schlafsäcke wurden von Backpackern für Rucksacktouristen aufgestellt. Jede Person, die schon einmal auf langen Rucksackreisen angekommen ist, erkennt genau, wie schön es ist, hygienisch im Bett eines anderen zu schlafen. Backpackers Trip wirbt für diese spezielle Deckenruhetasche mit den Attributen Ultraleicht und Ultraklein. Genau das ist es, denn mit nur 155 Gramm bewertet er viel weniger als ein Satz dicke Socken und kann mit dem im Vertrieb enthaltenen Kompressionsbeutel auf etwas 14 cm x 7 cm gepackt werden. Auf Platz 3 haben wir die Premium Deckenschlafsack. Diese Ruhetasche von Energetic Edge, die nur 950 Gramm bewertet, ist ideal für jeden Indoor-Übernachtungsrest, zum Beispiel in College Camps, Hostels mit engen Freunden sowie Co. Er führte zusätzlich sehr wahrscheinlich, wenn es um die Nachtaufenthalte im Freien, aber nur in der Sommertemperatur. Es ist keineswegs für Außenfahrten in der kalten Jahreszeit vorgeschlagen, da es unzureichend gefüttert ist und daher sicherlich auch keinen ausreichenden Wärmeschutz bieten würde. Es wird auf jeden Fall für alle anderen genannten Aufgaben empfohlen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Lumaland Outdoorwear. Lumaland ist spezialisiert auf die Herstellung von Gegenständen für jede kleine Sache mit Haus und auch Wohnen zu tun und bietet auch eine Vielzahl von verschiedenen Artikeln. Diese Lumaland Mama Ruhetasche ist speziell sinnvoll aufgrund der Tatsache, dass es in allen vier Jahreszeiten verwendet werden kann. Dank der künstlichen Fasertzahnfüllung ist sie waschbar, ohne dass die Füllung verklumpt und ihre schützenden Eigenschaften vergossen werden. Dies ist auch von Vorteil, wenn Sie in kühlen und feuchten Bereichen sind. Wenn man bedenkt, dass bis zu 30% der Temperatur mit dem Kopf wegkommt, sind die Kapuze und auch der Thermokragen auch groß und. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Active Era, Symbol nicht eingetragener Marken, 150. Active Period wurde 2016 in London, Großbritannien gegründet und vertreibt Outdoor-Camping und auch Outdoor-Produkte. Innerhalb von nur zwei Jahren weitete sich das Geschäft um die Welt aus und hat verschiedene feste Orte in Europa und den USA. Die Produkte erfüllen hervorragende Qualitätskriterien und sind sehr beliebt. Diese Mama-Ruhetasche ist für Temperaturniveaus bis plus 5 Grad geeignet, aber nicht darunter. Nichtsdestotrotz empfehlen wir Ihnen, von 8 bis 10 Grad in warmer Kleidung darin zu schlafen, sonst kann es ein wenig kühl werden. Es gibt keine Innentaschen für Papiere oder eine Kissentasche auf diesem Design. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.